Folge von Days Gone. Das wird jetzt die letzte Folge sein. Wir bringen die Kleine ins Camp und dann heile ihn ins Bettchen. Leute. Schon ehrlich gesagt, die Schnauzen sind voll. Moment mal kurz, Sekundchen. So, weiter geht's. Scheiße, da ist jemand im Tunnel. Was? Ja, okay, jetzt wird's schon. Und wir sind uns. Ach. Bleib hier und versteck dich. Wenn du nicht raus bist. Lisa? Kleines, komm schon raus, alles gut. Das war's, es waren nur alle. Na los, steig auf. So schnell kann's gehen. Alles okay? Ja, ja. Ich glaube, ich will nach Hause. Nein, Kleine, ins Camp. Weißt du noch, deine Eltern, sie... Ja, sie könnten dort sein. Sie sind nicht dort, glaub mich, die sind tot. Ich habe eine Frage, Lisa, und du musst wirklich gut darüber nachdenken, okay? Hatten eure Nachbarn irgendwelche Schusswaffen, also Pistolen, Gewehre, sowas in der Richtung? Nein, die Männer haben alles mitgenommen. Männer? Solche wie die Männer im Tunnel oder hatten sie Uniformen an, wie in der Armee? Wie die Armee, aber sie waren ganz schmutzig und hatten selbstgemachte Fahnen. Geschützt kann sie mir, glaube ich. Noch jemand bei Ihnen? Frauen, Kinder? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Tommy wüsste das noch. Tommy? Tommy Strickland. Mein bester Freund. Aber er ist weg. Er ist mit seinem Dad im Versteck. Versteck? Ich? Sein Dad hat einen Atombunker gebaut und Vorräte eingelagert. Karten, Essen, Wasser, Waffen. Solches Zeug halt. Okay. Weißt du, wo das ist? Nein. Ich sollte mitfahren. Aber ich wusste, dass meine Eltern mich hier abholen kommen. Na klar, doch. Zwei Wochen werde ich mir Gedanken machen. So. Okay, das ist es. Wir sind da. Also bleib einfach bei mir. Okay. So. Na, wen haben wir denn hier? Mrs. Tucker. Oh mein Gott. Lisa, Schatz. Muss die stecken, Digga. Hier bist du. Oh. Mama und Papa. Alle wurden krank. Ich wusste nicht weiter. Männer kamen. Die Leute wurden krank. Schon okay. Du bist hier sicher. Das ist ein Wunder. Ein verdammtes Wunder. Ja, ein verdammt großes Wunder. Wir waren Nachbarn, stimmt's, Lisa? Wir wohnten im selben Block. Ich kannte ihre Eltern. Sind sie hier, Mrs. Tucker? Schatz, du kennst die Antwort. Schau ihre Haare an, der. Gehen wir rein. Wir sind so dermaßen fertig. Wasch dich erstmal und iss etwas und dann suche ich dir einen Platz zum Schlafen. Nimm sie mit. Gib ihr was zu essen. Geh zu Alkai. Ich schreibe dir nachher Punkte gut. Hey, hör mal, sie hat viel durchgemacht. Könnten wir es. Ich entscheide hier, wie. Nein, hör zu, ja? Im Ernst, nimm sie nicht so hart ran wie die anderen. Erzähl mir nicht, wie ich hier das Camp führen soll. Du willst hierher ziehen? Du willst uns vor Ort helfen? Dann kriegst du vielleicht eine Stimme. Jetzt reiß dich zusammen, Dick. So eine blöde Fatze, der. Hey, wie geht's? Nur schönes für mich. Ist das Camperleben, Alkai? Alles wie immer? Definitiv die besten Waffen abgeworfen.
Das ist hier so eine selbe. Da genau, Mac, ist es genau wie die. Okay, ich verstehe schon. Brauchst du noch was? Okay. Wo ist mein Bike, Digga? Wo ist mein Bike? Oh, wir machen jetzt die nächste Mission und dann. Ey. Irgendwie, Digga, bin ich richtig platt. Der schraubt an irgendwas, das angeblich. Okay. Schrauben. Wie geht's, Jani? Mal ein paar Minuten beobachtet. Die schrauben gar nichts. Hey, Moment mal. Eigentlich müsste ich noch nicht mal, warte mal. Eigentlich müsste ich noch nicht mal das weitermachen, weil irgendwann kriegst du hier das Camp und dann siehst du später Sorry. Sowieso die Dinger. Wäre keine Blöcke. 6 Minuten noch. Ja, komm, wie ist das für die armen Kerle gelaufen, die den gebaut haben, den ich gerade geräumt habe? Nicht so gut, schätze ich mal. Die waren nämlich schon lange tot, bevor ich überhaupt hinkam. Ja, Mann. In dem Punkt gebe ich ihm recht. Na, schon wieder ein Hinterhalt hier. Sowieso keine Punkte mehr. Ja, ich müsste echt dann ins Tunnel wieder. Shit. Das ist aber ganz anders gedacht drin. Ja, ich hab mich doch nur an der Schnauze gekratzt. Mann. 300 Meter noch. Ich fahr gern durch die Pampa, wisst ihr? Das war für mich Spaß. Das war zu springen. Also übe ich da meine Skills zu fahren. Werde ich irgendwann noch brauchen. Und jetzt kommt das mit O'Brien. So, du willst also das Jagen lernen, richtig? Ich kann eine Flinte abfeuern. Ein Gewehr, keine Flinte. Ich war bei dem Gebirgsjägernkorb. Lass doch den verdammten Marine-Scheiß. Einen Hirsch zu töten ist anders als einen Menschen. Oder ein Freak. Die beste Art zu jagen ist Fährten lesen. Du musst dich konzentrieren. Und auf Mutter Natur hören. Wenn du genau hinschaust, kannst du die Zeichen sehen. Hm. Oh ja, dann machen wir mal.
Alles klar. Augen auf. Siehst du den Hirschkot da? Ganz frisch. Ja, ich seh's. In die Richtung. Ja, das sehe ich. Gut, dann komm jetzt. Ja, sehr schön. Schnell, da ist er. Ich sehe ihn. Hier, nimm ein Gewehr. Wenn du Gebirgsjäger warst, kannst du damit umgehen. Ein Gewehr. Jakob, ich weiß, was ein Visier ist. Ruhig, ruhig. Ich komme klar. Oh, verdammt, der hat nicht gesessen. Okay. Hab ich noch schon. Ja, sehe ich. Dann folge ihr. Bin dran. Der wird jetzt sicher langsamer. Verlierst du die Luft? Ja, machen Sie zwei. Wir sollten jetzt. Gut. Weißt du, wie man ein Tier ausweidet? Ja, hör zu, Boozer und ich haben schon mal gejagt. Er war mit seinem Vater öfter auf Elchjagd und, er hat mir gezeigt, wie das geht. Gut, sagen wir mal, nichts gegen Boozer, aber das geht echt noch besser. Du verschwendest viel zu viel Fleisch. Eigentlich nicht schlecht für einen Anfänger. Ja, danke. Gut, gib mir jetzt das Gewehr. Ja, danke. Wie gesagt, Deke, im Camp können wir Wild immer gut brauchen. Vor allem für die Verwundeten nach dem Ripper-Angriff. Okay, Kaupe. Ja, ich versuche, daran zu denken. Hey, Deke. 8 Minuten noch. Ich will wissen, was das für ein Krater ist. Warte mal. Kampf. Oh, ich habe 99 Fähigkeitspunkte. Na dann, warte mal. Ah, ich merke, wo das Problem liegt. Kann ich das sagen, wenn das Problem liegt? Lad euch die Spiele hoch, ne? Eben gerade. Schaden. Oh, den Mist kann man da auch noch machen. Schnelles Nachladen, Durchschuss. Okay. Und wieder ein Fehler. Irgendjemand, wenn ich diese kleineren Spiele hochladen will mit den MPS-Dateien, habe ich Probleme. Keine Ahnung, ich muss mich darum kümmern. So, Mr. Fahrenheit, Schalter 45 fertig, abgeschaltet. Jawoll!
So, was gibt's zu erledigen? Rede mit Tag, Kopfgeldjäger. Aber ich weiß, dass die nicht zur Story gehören, warte mal. O'Brien, der verdammte O'Brien. Was sagt er? Metolius Springs, ja. Ja, ich weiß, wo das ist. Komm schon, O'Brien, ich hab noch ein paar Fragen an dich. Ja, Dick. Ich hab grad was gehört. Dieses Nero-Funkgerät ist doch ganz nützlich. Ich weiß, wo sie morgen hinwollen. Warte, ich dachte, du schaffst die nicht alleine. Ja, das stimmt, aber mit ein bisschen Glück komme ich ungesehen an ihren Heli ran und... Zeig's ihnen, Bruder. Die Mission ist verdammt schwer. Und denk dran, was Jack immer sagte. Fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Wie schon gesagt, Jack hat immer viel Scheiße erzählt. Beacon Ende. Okay, mal sehen, was zum Henker Nero so vorhat. O'Brien, ich hab noch ein paar Fragen an dich. Jawohl. Da, und auf dem Weg wird bestimmt irgendwas anderes sein, auf der Suche nach Nero. 31%, aber wir sind ja sowieso schon ziemlich weit. Wir können ja hier raus an die Straßen entlang nach Haus. Aber soweit sind wir auch gleich, also wir werden hier bald die Straßen rausfahren. Wir quasi hier draußen sind gleich, dann haben wir nur noch die kleinen Missionen hier, die zu erledigen sind. Und dann fahren wir auch schon raus, wie die Karte raus, quasi. Seht ihr? Berg nach Leon, ist halt schon quasi vorbei. So, seht ihr? So, das ist ein kleiner Mann. Warte mal kurz. Ich breche das mal ab hier mit dem Geschäft. Ich würde sagen, wir machen in der Folge. Alles gut, verdammt. Warte, ist noch das Dick, unsere Vorräte werden knapp. Etwas mehr Wild wäre gut. Das geht. Oh, scheiße. Okay, ja. Unsere letzte Jagd ist auch schon eine Weile her. Mal sehen, ob ich uns etwas Fleisch besorgen kann. Ja, Cope hat mir ein paar Tipps gegeben. Unglaublich, aber wahr. Cope? Scheiße, ich glaub's nicht. Danke dir. So, mach's gut, Bushman. Jetzt haben wir quasi noch eine Mission. Jetzt haben wir quasi das da vorne. Ich, Fleischbeschaffener, Wild, Bär, Wölfe, ganz egal was. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Cut in der Folge. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ja, und dann auch die vier Folgen, die ich alle gemacht habe. Auf YouTube. So, bis dann. Ciao, ciao.